Hallo Bros und Rosinas und herzlich willkommen zur Eisberg Lounge. Wir gehen mal kurz ein kleines Eis essen hier mit Batman und treffen dort auf den Pinguin. Hallo Batman, ich weiß, dass du es bist. Was ist? Alter, wow. Du kannst nicht gewinnen, Batman. Das bringt nichts. Die Waffe ist zu stark. Die einzige Person, die ihre Schwäche kennt, ist Freeze. Was? Wo ist das Vögelchen? Was heißt das jetzt? Dass wir zu Mr. Freeze müssen, oder was? Ach, wir brauchen diesen... Ja. Jetzt fällt's... Halt still, Batman! Fällt's wieder ein. Wir brauchen diesen... So ein Störgerät-Teil. Aber wo ist denn Mr. Freeze? Rette Mr. Freeze im Museum vom Pinguin. Tja. Kein Plan, wo die sind. Also wir, hier können wir auf jeden Fall nichts mehr machen. Mal kurz schauen. Aber der ist hier... Was ist das denn hier? Ach, Riddlers Geiseln, ja, die interessieren jetzt erstmal. Das heißt, hier können wir gar nichts machen eigentlich. Scheiße. Ah, ich laufe hier mal kurz vorbei, vielleicht ist da irgend so eine Tür. Die Eisschüsse sind zu stark. Ich muss Freeze finden. Vielleicht weiß er, wie man gegen seine Waffe ankommt. Okay. Ja, der muss es ja eigentlich wissen, ne? Er hat es ja gebaut. Wenn der es nicht weiß. Alter, das ist so ein hässlicher. Ich hasse ihn. Der macht mich. Aua, aua, aua. Beruhig dich mal. Okay, schnell raus hier. Bevor der uns so abschießt. Also auf zu Mr. Freezer, wo der ist. Ich habe keinen Plan. Was der Riddler hier auch immer für komische Sachen. Retten wir doch erstmal die letzten Leute, oder? Bevor wir hier weitergehen. Da links sind noch welche. Vielleicht ist da ja auch Mr. Freeze, wer weiß. Da badet wieder einer im Wasser. Na super, wir kommen jetzt ans Floß. Vielleicht hier irgendwie so. Boah, scheiße. Wie kommen wir denn da jetzt hier wieder ran? Nein, ich möchte mich hängen lassen. Genau so. Japp. Das, oh, perfekt. Perfekt. Dann mal hier hinter zu den letzten Geisern. Vielleicht wissen die, wo Mr. Freeze ist. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Er könnte, wo könnte der sein? Also irgendwo hier ist er schon, aber wo genau? Sind wir hier richtig? Ja, hier sind wir richtig. Zack. Dann mal hier hoch irgendwo. Wie auch immer. Was denn, wer ist das denn hier? Poseidon oder was? Schaut aus wie so ein Gott. Okay, dann mal hier entlang. Irgendwo hier müssen sie ja sein. Hier hinten wahrscheinlich. Und hoffentlich ist da Mr. Freeze. Oh, der Hai. Der Fisch da, der ist schon so gut wie im Maul. Der Arme. Die Armen. Aha. Alles klar. Hier sind wir auf jeden Fall. Sie benutzen Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Keine Sorge, Mr. Cobblepot, wir haben alles im Griff. Der Anzug von Freeze ist im Kasten. Hab ihn im Blick. Das will ich dir auch geraten haben. Batman ist auf dem Weg und er sah vorher nicht gerade glücklich aus. An mir und den... Was zum... Ich möchte nur die Riddler-Trophäe haben. Bin gleich wieder weg. Ich bin schon weg. Ach du Scheiße. Ah, schnell weg. Alter. Herausforderung. Haltet ihn auf! Schaltet. Ihr lässt euch wie ein paar Schulmädchen aussehen. Weiß jemand, was mit der Mauer passiert ist? Die ist futsch. Die war schon. War schon so kaputt. Da ist nichts. Da ist wirklich nichts. So, der will, kann uns hier was über den Riddler sagen, aber das sollte jetzt nicht höchste Priorität sein. Wichtig ist auf jeden Fall, die Geiseln zu befreien. Und natürlich Mr. Freeze, sein Anzug. Und wahrscheinlich ist der hier dann auch. Ah, Moment, hier können wir... Was? Jetzt habe ich hier die mal hergelockt. Kommt hier auch gleich einer angelaufen, der soll mal hier direkt hierher. Ich habe hier einen tollen einarmigen Söldner, der darauf wartet, runterzukommen, um euch zu zeigen, was mit Versagern geschieht. Die Drecksmaschine. Soll ich meinen Käfig aufmachen? Soll wohl einen Herzinfarkt kriegen, was? Der Einarmige, den kennen wir. Der hatte vorhin schon einen von GCPD-Officer in der Hand. Das ist gar nicht gut. Konnte uns dann doch nichts antun, aber ich... Das ist hier echt sauschwer, also das... Glaub ja nicht, dass du dich im Dunkeln verstecken kannst. Ja, ich weiß schon, aber ich muss jetzt hier irgendwie an denen vorbei und nach ausschalten alle.
Da kommt einer. Auf den da ist er nicht. Komm her. Komm her. Ich bleibe im Detektivmodus, also nicht wundern. Wie man seine. Wie man Batmans Ohren da gerade gesehen hat. Okay. Ups. Dass ihr euren Job macht und ihn aufhaltet? Ich hoffe nicht. Und schnell weg, weil die untersuchen das jetzt hier. Okay. Pinguin verliert langsam die Fassung, aber Batman ist so ruhig wie eh und je. Und jetzt geht's gleich weiter. Der nächste kann gleich herkommen. Ich sichere die Brücke. Brücke gesichert. Die beiden könnten wir eigentlich mit einem Schlag ausschalten. Ja, ja, die werden das kontrollieren, aber das haben sie doch schon, oder? Dann habe ich mal noch Plan B. Schnell weg. Okay. Und rein da. Vielleicht geht's da irgendwo lang. Oder ein Riddler-Trophäe. Du kannst dich im Dunkeln verstecken, wie du willst. Ich seh dich trotzdem. Das ist ja geil. Da können sie uns nicht sehen. Und da hinten ist doch ein Fragezeichen, oder sehe ich das richtig? Au, da braucht man einen Gefrierstrahl, um hier weiterzukommen. Da können wir ja gar nicht her. Aber hier locken wir die Gegner doch einfach mal kurz her, oder? Ich soll mal herkommen. Hallo. Ja, ja, hier ist was los. Dann können wir hier wunderbar rein. Die sehen uns, glaube ich, nicht. Ich sehe, was ist mit der Mauer passiert? Wie konnte so ein großes Loch entstehen? Da ist nur was dagegen geflogen. Irgend so ein Vogel oder so von draußen war das, glaube ich. Ja, ja. Dann gleich weiterlaufen. Mit Schrotflinten, das ist heftig. Der eine hat ein Sturmgewehr und die anderen beiden Schrotflinten. Das ist nicht angenehm. Ich mache ja mal kurz das hier kaputt. Ich zahle und will Ergebnisse sehen. Bewegt euch! Bewegt euch! Der Pinguin, dieser Bonsai. Das ist doch echt. Oh! Oh! Jetzt muss es schnell gehen. Oh shit! Oh shit! Der wollte eine Granate reinschmeißen. Jetzt haben sie uns. Go, go, go. Weg hier. Und sicher. Boah, das war knapp. Hat uns eine fette Ladung abgegeben, ey. Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! Versucht ihr mich zu veralbern? Ihr habt gehört, was Pinguin gesagt hat, oder? Ja, Leute. Ich sichere die Brücke. Alles klar. Ich mache hier mal wieder ein bisschen Rabatz. Mit... Hier drüben, schnell! Diese ganzen Schnelltasten, ey, die kann ich gar nicht mehr. Ah ja, so war das, genau. Hier, da ist gerade was explodiert. Du auch? Oh Gott, wach auf! Oh mein Gott! Ey, der da oben ist völlig allein, Alter. Das ist die größte Chance, den da oben auszuschalten. Schnell hoch. Und zack! Schnell befreien wir die. Go, go. Seien Sie leise, ich komme wieder. Okay. Also schön leise sein, ne? Schön die Klappe halten. Zwei kommen hoch, einer ist unten. Und alle drei bewaffnet. Er ist weg, hab ihn verloren. Findet ihn sofort. Da kommen gleich alle beide. Ohne Riddler-Trophäe, oder? Ah, ne, nur für Catwomans. Nur für kleine Catwomans. Ja, das ist doch hier. Ich bin nicht da unten. Kommt mal hierher. Hier da unten ist auch schön. Verdammt, was bist du, Batman? Ich bin ein Flattermann. Willkommen im Geiselclub. Sie nehmen Geisel. Scheiße. Ich muss unsichtbar bleiben, um sie zu retten. Scheiße. So von hinten anschleichen, oder was? Soll ich das so machen? Fuck, Alter. Ich glaube, ich muss jetzt hier alle ausschalten. Tötet ihn! Macht schon! Oh Mann. Hoffentlich knallen die keine ab. Das wäre... nicht so toll. Aber der, ey, der hat das ist jetzt echt schwierig. Das darf nicht wahr sein! Oh, der checkt jetzt gleich hier diese. Ja, genau, darunter, das ist gut. Kann ich den nicht irgendwie ausschalten, irgendwie? Nicht, irgendwie kann ich den nicht eliminieren, leider. Nicht mal im Gleittritt? Gar nichts. Unsichtbar sein, super, das. Wenn ihr ihn nicht aufhaltet, schicke ich jemanden zu euren armseligen Familien und sorge dafür, dass ihnen gehörig wehgetan wird. Dann lasse ich sie bei euch anrufen und um ihr Leben betteln. Dann lege ich sie um. Das ist ja nett. Schnell hier hinter die Ecke. Komm mal her, Freundchen.
Hierher. All das machen. Was bist du? Hierher. Okay, die sind nervös, das ist richtig kacke. Aber den kriegen wir jetzt. Wenn er sich umdreht, dann hole ich mir den. Komm schon. Dreh dich um. Okay, jetzt. Jetzt oder nie. Zack. Einer noch. Ne, zwei noch. Wenn er euch nicht erwischt, solltet ihr übers Weglaufen nachdenken. Denn wenn ich mit euch fertig bin, könnt ihr das nicht mehr. Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Ja. Der wird dich ganz sicher nicht... So, jetzt mal hinter den. Wir müssen ja unsichtbar sein. Das heißt... Bam! Und alle weg, bis auf den da oben. An dem wird es, glaube ich, nicht scheitern. Gibt der auf, oder müssen wir noch hoch? Bleib weg, sonst gibt es Tote! Wie soll ich mir den jetzt eigentlich krallen, Alter? Ich habe keinen Plan. Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze. Zack. Yeah. Schmetterangriff. Bam. Ihr seid frei, Leute. Habt ihr Deckel schon aufhalten können? Alle frei. Was ist mit dem Anzug von Freeze? Antwortet mir. Ich habe gesehen, wie du aufgeräumt hast. Wahnsinnsarbeit, Mann. Ich bin Tom. Tom Miller. Sie gehören zu Gordons Einsatzkommando. Hab Ihre Akte gelesen. Hast du? Ich meine, natürlich, Sir. Cobbleport hat diesen Ort in eine Festung verwandelt. Wir müssen von irgendjemandem verpfiffen worden sein. Wir wurden geschnappt, anschließend hergebracht und dann gehörig verdroschen. Sie sind sicher. Jetzt gelten nur noch zwei Personen als vermisst. Was ist mit der Iceberg Lounge? Cobbleport hat uns gerne dorthin gebracht, um uns weiter zu verprügeln. Wenn du Glück hast, findest du sie dort. Ja, da sind sie auch. Okay, zuhören. Nur noch mal zur Info. Aber, da ist Mr. Freeze Anzug. Jetzt kontrollieren wir diesen Raum. Bis auf den Anzug keine Spur von Freeze. Ohne ihn überlebt er nicht. Ich muss ihn finden, bevor es zu spät ist. Aua. Scheiße, und wo ist der jetzt? Nein, ich will nicht da hoch, ich das benutzen. Kann ich den nicht irgendwie... Ich will nicht hier hoch. Da steht doch benutzen. Sicher den Haupteingang. Oh, wo ist jetzt Mr. Freeze zur Hölle? Das kann doch nicht wahr sein. Aber wir müssen ohne Scheiß. Ich habe keinen Plan. Ich würde sagen, wir beenden die Folge und ich schaue mir das Ganze nochmal in Ruhe an. Vielleicht wissen wir dann, wo Mr. Freeze ist. Ich freue mich auf euch im nächsten Teil. Ciao.